Wie würde dein Leben ausschauen, wenn du mehr Mut hättest, wenn du mehr Kraft hast, wenn du mehr dieses Löwenherz hättest, diese Einstellung, das zu tun, was auf dem Herzen liegt, was sich richtig anfühlt und nicht mehr dich von deinem Verstand, ja, gebremst zu fühlen? In diesem Video erfährst du nicht nur die Vorteile von Mut, sondern auch 8 Tipps, wie du in Zukunft mutiger durchs Leben gehen kannst. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und haue Themen oder Videos, Beiträge raus zu den Themen Geschäftsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn dir das Video gefällt, wenn dir mein Kanal gefällt, wenn du weiter informiert sein willst, dann abonniere gerne diesen Kanal, setze ein Like drunter, drück auf die Glocke und in Zukunft wirst du mehr davon und von mir hören. Ja, was bedeutet eigentlich Mut? Meine Trainerin, mein erster Coach, die Irmgard, hat gesagt oder hat es so bezeichnet: Mut für sie ist eine Abkürzung und die steht für Motivation und Tun. Motivation heißt nichts anderes als Beweggründe zu haben, ja, ins Handeln zu kommen, sich zu, ja, wie schon das Wort sagt, sich zu bewegen, etwas zu tun, zu handeln, zu agieren. Ja, und das Tun ist letztlich das zu machen, was sich für dich richtig anfühlt, was sich auch deinen Zielen näher bringt und das damit zu verbinden, wie es auch Goethe bezeichnet hat. Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Sprich, du darfst handeln und darfst auch Risiken eingehen, die dafür notwendig sind, um weiterzukommen, dich weiterzuentwickeln, dich weiter zu entfalten, aufzublühen und zu dem zu werden, was du wirklich willst, was dir im Herzen liegt. Darauf komme ich gleich nochmal zu reden. Ja, wenn du nicht diesen Mut hast, wenn du ständig dich damit beschäftigst, was denn passieren könnte, dieses Worst-Case-Szenario ausmalen, den schlimmsten Fall immer dir vorzustellen, was die anderen von dir denken, was denn passieren könnte, wenn du nicht genauso handelst wie oder wenn die Umstände nicht genauso eintreffen, wie du es dir vorgestellt hast. Oder beziehungsweise hast du einfach diese pessimistische Grundeinstellung, die ich auch hatte, weil die uns so mitgegeben wurde, weil dir niemand erklärt hat, Mut ist notwendig, um überhaupt nach vorne zu kommen. Und es gibt zum einen die Ängste, die berechtigt sind, und zum anderen gibt es Ängste, die vielleicht gar nicht ja, ihre Existenzberechtigung haben, weil sie eigentlich auf die Konditionierung zurückzuführen sind. Und wenn du dir bewusst auch mal wirst, nochmal zum Thema Ängste, da habe ich auch ein extra Video nochmal zu gemacht, schaust dir gerne an. Angst für mich ist eine Illusion. Es ist eine Kaltstellung deines von Herzen kommenden Entwicklungsprozesses, der dich eigentlich einmal, weil wir dazu eigentlich verdammt sind, im positiven Sinne zu wachsen. Und jedes Mal, wenn diese Angst sich vor dich stellt, und du ihr nicht entgegenkommst und sie nicht konfrontierst und sie dich nicht begrüßt und sich auf sie einlässt und du fragst, was die Angst eigentlich will von dir, kommst du eben in dieses Stagnieren oder ziehst dich zurück, ziehst dich in dein stilles Kämmerlein zurück. Ich habe mich früher auch immer unter der Decke versteckt, weil ich Angst hatte. Also hält dich das davon zurück, zu wachsen, zu dem zu werden, mehr aus deinem Leben zu machen, letztlich. Und wenn du die Angst eigentlich mehr dazu siehst als, ja, als Chance, dann ist auch viel mehr möglich. Auf der anderen Seite ist Mut auch so zu sehen als Muskel. Du kannst ihn trainieren. Du kannst jedes Mal, wenn du Angst hast und sich dein Verstand einsetzt, weil letztlich diese Programmierung immer in uns vorgegeben ist, aus primitivsten Gründen, dass wenn wir jedes Mal, wenn wir nicht wirklich unseren Verstand für unsere Zwecke einsetzen und uns die Fragen stellen, ist es jetzt wirklich lebensbedrohlich? Dann zieht uns immer wieder unsere primitive Seite, unser Unterbewusstsein, sagt uns immer wieder, das könnte doch lebensgefährlich sein, das ist für dein Überleben in der Gruppe, als Person ist es doch schädlich und ja, es hält dich einfach immer wieder da zurück. Also mach dir bewusst, was dich dafür zurückhält und ist es wirklich sinnvoll und bringt dich das weiter. Genau, für mich war es so, Angst, ich hatte von allem Angst. Mut war kein Bestandteil meines Wortschatzes. Und wenn du dein Leben wirklich mutig und wenn du vorangehen willst und wenn du aus deinem Leben was machen willst, dann darfst du
dir diesen Mut annehmen, dann darfst du trotzdem dir sagen, ich ziehe jetzt das Ding durch, weil es ist das Richtige für mich ist. Und die Vorteile von Mut ist zu finden, was ist eigentlich diese Angst. Wenn du Vertrauen in dich hast, wenn du dieses Urvertrauen hast, die Dinge trotzdem zu machen, dann schaffst du es noch mehr Vertrauen. Dann gehst du über dich hinaus, schaffst du diesen Freiraum, dann schaffst du diese Offenheit, mehr noch aus deinem Leben zu machen und mehr zu erleben. Und es auch anzunehmen, den Mut anzunehmen, der notwendig ist, um neue Perspektiven und neue Erfahrungen zu machen. Denn jedes Mal, wenn du außerhalb deiner Komfortzone trittst, sprich, wenn du das Neues Dinge tust, wenn du ausprobierst, dann wirst du auch automatisch glücklicher damit, weil du an Erfahrung gewinnst. Und noch ein Punkt, ein Vorteil von Mut ist, das Ganze zu integrieren. Lass es ein Teil von dir zu werden. Dass jedes Mal, wenn du die Angst spürst, dann geh bewusst auf sie zu. Dann nimm dir fast den Mut und sag dir, wenn ich diese Ängste konfrontiere, wenn ich sie bezwungen habe, dann kann ich auch damit andere ermutigen, was zu wagen und zu inspirieren. Und zum Letzten, wenn du Mut lebst, wenn du wirklich diesen Mut, wenn er wirklich ein fester Bestandteil von dir ist, wenn er in deinem Herzen fest verankert ist, dann werden sich neue Ergebnisse zeigen, dann werden sich neue Menschen in dein Leben begeben, dann ermöglichst du neue Chancen, dann vielleicht verwirklichst du deine Träume dadurch. Also sei dir diese Vorteile bewusst. Mut ist für mich das A und O, wie man zu seinen Erfolgen kommt, wie man sein Leben wirklich verwirklicht, so wie du es wirklich machen willst, so wie du es auf dem Herzen legst, so wie du es in deinen kühnsten Träumen erweckt hast. So, dann kommen wir zu den Schritten, die du gehen kannst. Welche 8 Schritte sind möglich, um mutiger zu werden? Zuallererst sehe den Mut als eine gesunde Perspektive, denn sprich, die Angst ist nichts Negatives. Solange du Angst als negativ beurteilst, wirst du auch immer wieder in deine alten Verhaltensweisen zurückfallen. Sprich, du wirst ängstlich bleiben. Du wirst die Angst nicht annehmen, sondern du wirst dich immer wieder zurückziehen, anstatt zu sagen, die Angst ist eigentlich das Tor für den Mut. Es ist die Tür für was Neues. Es ist das Portal zum Wachstum. Und nimm dir doch vor, das nächste Mal, wenn du Angst spürst, dann schreibst dir auf, was es für eine Angst ist, was du genau fühlst und wo sie auch herkommt. Und je mehr du diese Notizen machst, desto mehr gehst du auch in das Bewusstsein rein, desto besser erkennst du auch, wo die Angst eigentlich herkommt. Und damit kannst du entsprechend dieses Ganze auch aus der Beobachterrolle einnehmen und sehen, ob die wirklich zu dir gehört oder nicht. Als Zweites, identifiziere deine Stärken. Es ist ganz wichtig, dass du dich, wie viele sagen, korrigiere deine Schwächen. Die Schwächen sind meistens mit der Angst verbunden. Sprich, wenn du dir sagst, ich möchte Menschen ansprechen, dann, weil du denkst, dass du schüchtern bist, dann sag dir doch das nächste Mal, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich habe nichts zu verbergen, also spreche doch das nächste Mal einfach jemanden an. Ich spreche jemanden auf der Straße an und frage ihn einfach nach dem Weg. Ich lasse mir was einfallen, dass ich irgendwie einen Kontaktpunkt finde, wie ich dem Menschen gegenübertreten kann. Und geh weg von diesen Schwächen, fokussiere dich auf deine Stärken, sehe es, dadurch ergeben sich neue Chancen, dadurch verbessert sich auch dein Leben. Und wenn du sagst, genau da will ich hingehen, weil das sind meine Stärken, da will ich mehr draus machen aus meinem Leben, dann setz alles auf die eine Karte, geh all in, wie man so im Pokern sagt, und dann, du wirst sehen, dass sich vieles Neues ergeben wird, aber werd dir deine Stärken bewusst, ganz wichtig. Als dritter Punkt, prüfe die Szenarien. Was ist das, der wirklich, ich habe es vorhin schon angesprochen, was ist der schlimmste Fall, was ist der beste Fall?
Und lass das Ganze durch deinen Kopf gehen und wäge diese beiden Extreme ab. Ist der schlimmste Fall wirklich so schlimm, dass es vielleicht mit deinem Tod in Verbindung kommt oder dass du dich schwer verletzt, körperlich oder auch seelisch? Oder ist es wert, dieses Risiko einzugehen, eventuell auf diesen schlechtesten Fall zu treffen? Oder ist es dieses Risiko wert und du erfährst diesen besten Fall? Ja, und wenn du bereit dafür bist, wenn du gemerkt hast, dass eigentlich die positiven, diese, ja, die, deine, die, der Mehrwert oder die Vorteile, die es bringt, ein Risiko einzugehen, die überwiegen den schlechten Punkten, den negativen, dann denk nochmal, fühl dich rein und wenn du bereit bist, dann tu die Dinge. Dann geh auf Menschen zu, dann zeig dich, dann sprich Frauen an. Wenn du eine Partnerin oder wenn du einen Partner kennenlernst, sprich Männer, Frauen an, wie auch immer. Aber sei bereit dafür. Als vierter Punkt ist, die Komfortzone zu verlassen. Ganz wichtig dabei ist, es spricht jeder immer von der Komfortzone zu verlassen, aber man kann nicht einfach die Komfortzone so verlassen von jetzt auf nachher auf deinem Fingerschnipp. Es muss natürlich passieren und du darfst dich darauf zu bewegen und darfst es lernen, diese Komfortzone nach und nach zu verlassen. Ich vergleiche es immer mit dem Turmspringen. Du fängst auch nicht an, gleich vom 10-Meter-Brett zu springen, wenn du klein bist oder wie auch immer. Wenn du jetzt dir vornimmst, du möchtest vom 10-Meter-Brett springen, dann wirst du auch nicht gleich vom 10-Meter-Turm springen, sondern du wirst dich heranwagen, du wirst dich herantasten an diese Höhe, an diese neue Erfahrung. Und dann fang am besten mit klein an, fang mit dem 1-Meter-Brett an, dann gehst du auf 3 Meter, 5 Meter, 7 Meter, 50. Und dann bist du bei 10 Meter angekommen. Also lass dir die Zeit. Wenn du es nicht machst, wenn du diese Komfortzone einfach sagst, nee, diese 10 Meter sind mir viel zu hoch und ich probiere es einfach auch nicht, mich da ranzuarbeiten, dann wirst du den Spaß im Leben verpassen, dann wirst du vielleicht auch nicht deine Träume realisieren und du wirst auch nicht kreativ werden, weil wenn du dir sagst, ich möchte ein Speaker werden, ich möchte Trainer werden, ich möchte selbstständig werden und du wagst dich nicht ran und gehst diese kleinen Schritte und schaust dich und experimentierst auch und schaust, was es mit dir macht, dann wie wirst du es dann irgendwann mal schaffen, wenn du nicht mal klein anfängst. Als fünfter Punkt ist, den Stress zu reduzieren. Es geht kein Mut kommt zustande, wenn du nicht in der Ruhe bist, wenn du keine Energie hast. Also mach die Pausen, sag dir, ich kann es schaffen. Aber ich darf in meiner Energie sein und ich darf genügend Energie haben, um auch Neues auszuprobieren. Mike Tyson hat mal gesagt, er müsste lügen und er würde wirklich als Leugner dastehen, wenn er sagen würde, er hätte keine Angst, in den Boxring zu gehen. Und jeder Boxer hat Angst. Jeder Mensch, der mit dem Tod, mit dem potenziellen Tod, der mit Verletzungen, der mit Schmerzen in Verbindung kommt oder dem entgegen oder entgegentritt, hat immer eine gewisse Angst. Und wenn du dir das bewusst bist, dass die anderen auch Angst haben, dass alle Angst haben, dass ich Angst habe, wenn ich angefangen habe, Videos zu machen, mich zu zeigen, über mich zu reden, jeder hatte es. Also dieses Lampenfieber auf die Bühne zu stehen, das hat jeder Schauspieler, jeder Darsteller hat es, glaube ich, jedes Mal. Und daher sei dir bewusst, dass es ganz normal ist. Es geht nur darum, dass du es in der Phase machst, in der energetischen Lage bist, diesen Stress, diese Angst, Barriere zu überwinden. Und dann mach es nicht, wenn du müde bist oder wenn du emotional angeschlagen bist, sondern mach es, wenn du in deiner Energie bist, wenn du ausgeschlafen bist, wenn du gut gegessen hast, dann wage dich an neue Dinge heran. Als sechster Punkt ist, mutige Aktionen feiern. Es ist ganz wichtig, dass du jedes Mal, wenn du diese Barriere, wie ich es gerade genannt habe, überwunden hast, wenn du Mut aufgebracht hast, dann nutze diese Möglichkeit, dies aufzuschreiben. Dann werd dir bewusst, dass du wieder einen Schritt nach vorne gegangen bist. Schreib es dir auf. Ganz wichtig, dass du es aufschreibst, dass es auch nachvollziehbar ist für dich, wenn du zurückschaust, dass du siehst, boah, solche Schritte bin ich gegangen. Ich kann stolz auf mich sein. Dieser Stolz
entspricht auch einem gewissen Selbstvertrauen, das du entwickelst dadurch. Dafür gibt es zum Beispiel im Sport wieder gibt's diese Apps beim Laufen, wo du siehst, dass du für eine bestimmte Distanz die und die Zeit gebraucht hast. Beim nächsten Mal siehst du, dass du schneller geworden bist. Ich habe es zum Beispiel auch beim Schwimmen gemacht, wie ich im Leistungskurs Sport meine Bahn gezogen habe, dass ich immer wieder geschaut habe, wie viel Zeit brauche ich auf 100 Meter, wie viel brauche ich auf 400 Meter, wie entwickle ich mich weiter, wie fühle ich mich dabei, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Also ganz wichtig, mach dir Notizen darüber und feier diesen Erfolg, feier jeden kleinen Schritt. Nicht ausgiebig, du brauchst nicht das Ganze übertreiben mit einer Party, sondern einfach es reicht manchmal nur ein Schlag auf die Schulter, wenn sie sagen, gut gemacht, schau in den Spiegel rein, sag dir, es ist wieder ein Schritt voraus, du bist wieder deinem alten Ich einen Schritt vorausgegangen und dann kannst du wunderbaren Dingen führen. Als siebter Schritt, heißt das, was es Versagen willkommen. Dafür ist es ganz wichtig, dir zu sagen, dass du niemals perfekt sein wirst. Menschen, die perfekt sein wollen, die haben immer noch nicht gelernt, oder erfahren, dass es keine Perfektion gibt, und haben immer noch ein Charme, haben immer noch wie soll ich sagen, ein Minderwertigkeitskomplex, peinlich zu wirken oder ja, wenn sich Leute über sie lustig machen, ist doch und sich tr sie trotzdem dieses Risiko eingegangen sind, sich bereit erklärt haben, einen neuen Schritt zu machen, über sich hinauszuwachsen, dann ist es wichtig, dass man sich selbst dafür wertschätzt und dann ist es egal, was die anderen über einen denken. Also es ist wiederum ein Prozess der Entwicklung, des Aufgehens aus sich raus, dieses Herauswachsen. Und alles, was dir sagt, dass du perfekt sein musst, dass du keine Fehler machen darfst, dass du nicht versagen darfst, da spricht wieder dein Ego zu dir, da spricht deine Konditionierung zu dir und werd dir auch immer bewusst, dass du bist nicht besser, weder schlechter noch besser als die anderen. Du bist einfach nur du selbst. Du bist anders als alle anderen. Und dich gibt es nur einmal. Und daher kannst du auch nichts falsch machen. Und die Leute, die sich zu dir hingezogen fühlen, die sich mit dem irgendwie ja, identifizieren, was du machst, ja, die fühlen sich dann auch zu dir hingezogen. Und daher werde dir das immer wieder bewusst. Und dadurch wirst du dich auch mehr kennenlernen. Dadurch wirst du einen Richtungswechsel erfahren. Also sei dir bewusst, Versagen ist ganz normal, Versagen ist gut. Und zu allerletzt, als achter Punkt, um Mut zu bekommen, ist, gehe einen Weg, wenn du weißt, dass es wichtig ist, ein Ziel zu verfolgen, dann leg dir einen Prozess zu. Werd dir bewusst, dass du wirst mutiger, je mehr du weißt, je mehr du davon überzeugt bist, je mehr du im Vertrauen bist, einen Prozess durchzulaufen, der erfolgsversprechend ist, der schon vorher gelebt wurde, den schon jemand gegangen ist. Ich habe auch lange dafür gebraucht, und dann sind wir auch wieder beim vorigen Punkt, mein Versagen zuzugeben, dass ich alleine immer wieder versagt habe und mir nicht erlaubt habe, Hilfe zu holen. Also sprich, auch wieder im Ego zu sein und zu sagen, nee, ich darf nicht helfen lassen, ich muss das alleine schaffen. Und wenn ich perfekt genug bin, dann wird es auch der Erfolg irgendwann kommen. Nein. Es gibt andere Wege, es gibt einfachere Wege, einen simplen Prozess zu gehen, einen klaren Prozess zu gehen, wo du wirklich weißt, wenn ich auch wieder zum Sport zurückzugehen, wenn ich einen Coach habe, folge, der schon die Erfolge oder der schon den Weg gegangen ist, der weiß, was zu tun ist, der weiß, welche Schritte zu gehen sind, dann werde ich auch an meine Ziele kommen, an meine Traumziele, dann werde ich mein Herz erfüllen. Und wenn ich in diesem Vertrauen bin, dann ist es auch einfacher, diese Kraft zu finden, diesen Mut zu finden, Dinge zu tun, die ich vorher vielleicht nicht getan habe, wo immer wieder die Angst vorkommt. Aber wenn ich weiß, wenn ich fest davon überzeugt bin, wenn ich es tief drin in mir spüre, dass diese Schritte, dass diese gewisse Aktionen notwendig sind und wichtig sind, um weiterzukommen, um meine Ziele zu erreichen, dann bin ich auch bereit dafür. Und daher, ja. Sei dir dem bewusst, wenn du es nicht machst, wirst du viel Zeit verlieren, viel Kraft aufwenden, viel neue Dinge experimentieren. Hol dir einen Prozess, lebe diesen Prozess, sag diesen Weg, dieses Ziel, den Weg als Ziel zu sehen, ist für mich ganz entscheidend.
dann macht es immer wieder Spaß, morgens aufzustehen und sich über seinen Schatten zu springen und zu dem Löwen zu werden, der eigentlich in dir steckt und dein Leben wirklich so zu führen. Du wirst zum Anführer, der Löwe ist ein Anführer und dann wirst du inspirierend sein und alles möglich machen, was wirklich zu dir passt und was sich gut für dich anfühlt und dein Leben, ja, aus deinem Leben das zu machen, für was es wirklich da ist und das ist glücklich zu sein und erfüllt zu leben und aus der Angst rauszugehen und einfach nur du zu sein. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn es der Fall ist, dann lasse gerne einen Like unter diesem Video, abonniere meinen Kanal, setze eine Glocke drunter und ich hoffe, du kommst nach vorne. Du wirst dem Ganzen bewusster, dass Angst ganz normal ist. Es geht nur darum, die zu begrüßen, den Mut zu finden, die Kraft zu finden, die zu konfrontieren und dann wird vieles wunderbar verlaufen. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Umsetzen. Ciao.